2000. Die Eurochallenge. Es steht an zur Entscheidung, das Spiel. Der Telekom Basketball gegen DC Minsk 2006. Next play, go three side again, three side. Simonas, C, Jonas, you here. Fabi, Jared, okay? Fabi, get open. Pass to Fabi, wrap around. Stay up with the defense, okay? Going. Keep rebounding. Keep putting it up. Go. 1, 2, 3. Keep it up, guys, keep it up. Go! Thank you.
aus Bonn. Der siebte WC-Winzelmann von 1982. Und jetzt, meine Damen und Herren, André Mangold, 93-81 gegen BC Minsk 2006. Wie glücklich und wie zufrieden seid ihr vor allem mit dem Ergebnis? Sehr zufrieden natürlich, weil wir durch den Sieg mit den 12 Punkten Abstand auf jeden Fall auch noch den direkten Vergleich gegen Minsk gewonnen haben. Das war wichtig. Für uns war es erstmal wichtig, dass wir überhaupt gewinnen, dass wir wieder das Gefühl des Siegens zurückbekommen und dass wir einfach noch alles offen halten, da Ankara jetzt auch in Izmir gewonnen hat. Und dann hatten wir einfach klar vor Augen, wenn wir gewinnen, dann sind alle Mannschaften 2-2 und die Gruppe ist offen. Jetzt haben wir mit 12 Punkten gewonnen, den direkten Vergleich noch gegen Minsk, also doppelt gut. Nächste Woche geht es direkt runter nach Ankara, das Hinspiel knapp gewonnen. Wie viel ist der knappe Sieg wert, wenn es da runter geht? Vor allem unter Berücksichtigung, dass die Gruppe eben ausgeglichen ist. Also wir sind jetzt vorne und wir wollen natürlich in Ankara, es wird eine schwierige Aufgabe, auswärts ist immer schwieriger als zu Hause, vor allem mit den Reisestrapazen. Aber ja, die Gruppe ist jetzt ausgeglichen, ist alles in unseren Händen und vielleicht können wir ja den Sieg damit nach Hause bringen. Die Minutenverteilung der Baskets war in den letzten Wochen immer so ein bisschen Thema, auch in der Öffentlichkeit. Und Coach Koch hat auch ganz klar vor dem Spiel gesagt, wir brauchen da ein bisschen Unterstützung von der Bank, wenn man sich das heute anschaut. André Mangold 19 Minuten, Zvonko Buljan 27 Minuten, dann auch noch du selbst 7 Punkte, Zvonko 18 bei 100% aus dem Feld. Mission erfüllt oder geht da noch was? Ja, ist auf jeden Fall schon mal besser, was die letzten Wochen oder am Anfang gekommen ist. Und ich glaube aber, ja, das ist ein Prozess, der wird weiter aufwärts gehen. Ja, ich schätze mal, das war jetzt das erste Spiel, wo ich auch mal wieder ein, zwei reingehauen habe. Zvonko sehr gut aus dem Feld, perfekt. Ja, Fabi hat ein großes Spiel gemacht, für uns war sehr wichtig. In die Bresche gesprungen für Benas, die Punkte haben wir gebraucht und ja, guter Teamsieg. Jetzt habt ihr abseits der Euro-Challenge direkt am Samstag in nur 3 Tagen die nächste Aufgabe gegen Tübingen, die ja auch momentan verhältnismäßig heiß sind. Mit wie schweren Beinen geht man dann in so ein Spiel, gerade weil ihr heute ja auch bis zum Ende habt Gas geben müssen, um den direkten Vergleich zu holen? Ja, die Beine sind natürlich schwer, wenn wir alle 3-4 Tage spielen, das ist richtig. Allerdings, ja, die Coaches achten da natürlich auch drauf. Wir werden uns morgen jetzt einmal treffen, werden dann wahrscheinlich nur ein Walkthrough machen, die Plays durchlaufen, viel Dehnen, Stretchen, da wird schon drauf geachtet, da machen die Coaches schon ihren Job richtig. Besten Dank.